Glück auf und herzlich willkommen zu Comet Mission Black Sea im Szenario Galloping Horse Downfall. Wir sind in Part Nummer 8 in meinem PBM gegen den guten Mr. Fusselpulli oder im auf YouTube auch Mr. Fusselig. Mein Name ist Tim oder auch Headbreaker und wir spielen halt weiterhin Comet Mission Black Sea. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch auf die Karte. Mal sehen, was heute alles schief geht. Da sind wir auch schon und wir fangen mit einem der wichtigsten Punkte an. Wir haben hier ein weiteres Fahrzeug aufgespäht. Das ist quasi ein Fahrzeug für Artilleriebeobachter. Ja, Funkgerät drin. Und ich hoffe tatsächlich, dass er hier auch seine Beobachter noch drin hat. Teilweise kann das einen gewissen Bonus geben für die Kommunikation und. Ich hoffe, dass er die da noch drin hat. Und ich hoffe in dem Zuge auch, dass unsere Jungs hier hinten, die ihn aufgespäht haben vor etwa 10 Sekunden, die sind ja am Aiming. Und das heißt, ich hoffe, dass sie jetzt innerhalb der nächsten 10 Sekunden schießen, dann den Feind hier vernichten. Und wenn wir Glück haben, also erstmal, wenn wir Pech haben und der Gegner verfügt über Drohnen, wir dann aber Glück haben, dass er seinen Beobachter hier drin hat und diese Drohne steuert, dann kann es sein, dass er für dieses restliche Szenario auf diese Drohne keinen Zugriff mehr hat. Ja, das wäre für uns gut, ja, für ihn schlecht. Ansonsten gibt es aktuell nicht so viel, was hier eventuell... Wir könnten uns überlegen, ob wir hier bewegen... weil wir festgestellt haben, dass sie hier doch ganz schön weit oben waren und wir da eventuell nicht ganz unentdeckt geblieben sind. Ich könnte mir hier vorstellen, hier als Ausweichposition hin oder gegebenenfalls hier die Kante zu nutzen. Ha. Auch um hier eventuell, sollte er über die Senke gehen wollen, schnell eine Position zu haben. Natürlich möchte ich eine gewisse Distanz wahren. Ich werde nicht gleich verlegen, sondern ich lasse mir da ein bisschen Zeit. Und sollte ich dann merken, dass er da eventuell Artillerie hinrichtet oder Fahrzeugfeuer, dann denke ich, werde ich die Position verschieben. Es ist auch gut möglich, dass er hier, der den sieht, schon aufgeklärt worden ist. Also ich muss davon ausgehen, dass er schon große Teile meiner Jungs aufgeklärt hat und dementsprechend Artillerie richten wird. Da er im Angriff ist, sollte er eigentlich keine THPs haben, also keine Zielreferenzpunkte. Hoffe ich. Es kann natürlich sein, dass er diese hat und dementsprechend dann schnell Feuer legen kann auf unsere Position. Ich hoffe allerdings nicht. Ansonsten werden wir hoffentlich nächste Runde ihn endlich hier haben, damit er dann dort... damit die sich die Javelin greifen können. Hier sehen wir, sind in Position. Sicht ist allerdings sehr schlecht. Das heißt, die sollten wir wahrscheinlich noch einmal verschieben. In diese Position... Oh, da sagt er uns, da sehen die gar nichts. Interessant. Es hängt hier mit der Hecke zusammen. Und natürlich auch den Bäumen dort vorne, aber... warum sie hier nicht hinschießen können. Er schließt sich mir nicht ganz.
Gegner da schnell genug pusht, könnte es halt sein. Er kann sein, dass er da über das Feld hier runter pusht. Und dann quasi aus ihrem Bereich raus. Ja, da habe ich dem falschen Akku quasi die Drohne gegeben. Wäre sinnvoller gewesen, das hier zu machen. Wie verklickt. Schade, ja, die Position hier sah erst nicht so schlecht aus, aber tatsächlich ist sie gar nicht so gut. Ich fühle mich von dem Line-of-Sight-Tool gerade ein bisschen veräppelt. Normalerweise heißt es ja in Combat Mission immer, what you see is what you get. Aber hier sehen wir gerade so ein bisschen das Problem, dass das nicht der Fall ist. Hängt natürlich auch mit ihrer aktuellen Haltung zusammen. Aber die liegen nicht. Wenn die jetzt liegen würden, wäre das was anderes. Das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Gerade mit dem Hinblick, dass sie den Gegner, wenn er hier rüber pusht, möglichst lange im Blick behalten müssen. Alter, das ist... Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Ich habe fast das Gefühl wie in dem Match, wo ich vergessen habe, die Bäume wieder einzublenden und dann so, ach so, Aber hier, warum sie hier nicht gucken können, erschließt sich mir jetzt in dem Moment nicht. Wenn man nach da vorne gehen, die Lage da auskundschaften, ob das wirklich so schlecht ist. Thank you.
Und sonst müssten wir für die wirklich noch eine andere Position suchen. Ist leider auch alles so durchschnitten. Hier wäre theoretisch noch interessant, wenn der Gegner dann wirklich in die Senke vorgeht. Vielleicht machen wir auch einfach das. Dass wenn er hier tatsächlich über das freie Feld pusht, ich meine, das freie Feld haben wir ganz gut im Blick. Dass wenn er hier über das freie Feld pusht, aber selbst da, das ist... Da komme ich mir jetzt aber langsam verömmelt vor. Aber das sind halt 300 Meter, wenn der Gegner da runterkommt und auf 300 Meter schießt. So viel lange Zeit haben die gar nicht, um die Waffe anzusetzen. Da kann man eher mit einer AT4... Der Witz an der Javelin ist ja, wir wollen die maximale Kampfdistanz nutzen, so gut es geht. Na, er sagt wegen den Büschen, dass sie da nicht durchgucken können, selbst wenn sie da drin hacken. Gut, wir machen das erstmal so. War jetzt viel Gefrickel. Die sind hier gleich wieder in Position. Das ist ganz gut. Die sind dann natürlich fatigued. Aber dafür sind sie in Position. Bleiben da. Haben die einen Haltbefehl? Haben sie nicht. Damit sie schneller aufklären. Ja, wir werden trotzdem mal einen Haltbefehl mit kombinieren. Was hier übrigens ganz gut ist, eine Mechanik, die ich nicht kannte, die jetzt erst in der Nähe von THPs haben, theoretisch meine Jungs eine bessere Wahrscheinlichkeit zu treffen, weil die eine Doppelwirkung haben. Das sind Zielreferenzmarker, aber auch gleichzeitig Ambushmarker. Ja, hätte ich wissen können, hätte ich nochmal und hätte mir hier geholfen, aber ich glaube, es geht auch ohne. Aber das ist ganz interessant. Ich würde sagen, ich schicke den Zug jetzt mal ab und wir sehen, was uns zurück um die Ohren fliegt. Bis gleich.
ein kleiner Erfolg, von dem wir erstmal wieder zehren können. Wir haben das Beobachterfahrzeug, es könnte auch ein Kommandofahrzeug sein, aber ich gehe davon aus, dass es Beobachterfahrzeug für die Kompanie ist, beziehungsweise fürs Bataillon. Und zumindest haben wir das Fahrzeug ausgeschaltet. Ob er vielleicht die Besatzung hat längst aussteigen lassen, das wissen wir nicht. Es wäre natürlich schön, wenn da quasi sein Beobachter noch drin gesessen hätte und die Drohne steuert. Wissen wir aber nicht. Unser Javelin-Trupp hier ist beinahe wieder in Position. Na, das heißt, sie werden dann auch zum zerstörten Fahrzeug vermutlich wieder in Kontakt aufbauen. Und dann mal gucken, ob sie uns vielleicht noch was anderes finden können. Ah, ihn können sie nicht sehen. Vielleicht werden wir ihn um eins nach rechts verschieben. Die Frage ist, möchten wir unbedingt dieses eine Fahrzeug da jagen? Und ich denke, das werden wir eher nicht. Außerdem sind die jetzt eh exhausted. Also die können erstmal eine ganze Weile liegen, bis die wieder beweglich werden. Aber keine Wunder, die tragen halt auch die schwere Javelin mit sich rum. Ja. Na gut, für heute war es das also schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Übergebe euch an jeden Cut und sage bis denn dann. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.